Tag und moin moin! Willkommen zur ersten Wochenshow für den 13.03.2017 bis zum 17.03.2017. In dieser Woche kommen wir in so ziemlich allen Projekten recht gut voran. In dem Punkt muss ich sagen, besonders in Digimon World haben wir einen unglaublichen Erfolg zu feiern, aber dazu kommen wir gleich noch. Fangen wir erst einmal mit Next Order an. Wir stellen uns die Frage, ob wir es schaffen, unsere Digimon auf das Mega-Level zu bringen, säubern die Orgido-Einöde etwas. Ach ja, und natürlich etwas Story darf auch nicht fehlen. Wie gewohnt sind es in dieser Woche 5 Parts, also von Part 26 bis Part 30. Als nächsten hätten wir dann Inuyasha. Ab dieser Woche gibt es nicht nur 2 Parts, nein, sondern es gibt ab jetzt immer 3 Parts. Damit schaffen wir es noch in dieser Woche auf Part 7, welcher für alle fleißigen Beschreibungslesern als letzte Part mit einer etwas schlechteren Qualität bekannt sein dürfte. Aber auch im Spiel selbst schaffen wir es weiterzukommen. Wir beenden endlich den Tempel und treffen somit auch den ersten Boss im Spiel und lernen zusätzlich auch etwas Neues dazu. Dann hätten wir nun Digimon World. Diese Woche versuchen wir mit Part 4 und 5 das nervige Monochron in die Stadt zu locken. So wie das Dinoland werden wir auch besuchen. Dazwischen allerdings werden wir vorher von komischen Banditen überfallen und haben zum Schluss noch heftige MP-Probleme. Ihr dürft gespannt sein, ob wir es trotz der MP-Probleme schaffen oder nicht. Die Random-Show am Mittwoch wird, wenn ich es schaffe, Part 2 von Let's Make a Fansub sein. Sollte ich es allerdings nicht schaffen, das Video rechtzeitig aufzunehmen, hätten wir noch 2 Minis im Ofen, welche allerdings eher als Trash- oder Non-Trash-Format durchgehen könnten. Eines davon wird diese Woche aber auf jeden Fall kommen, also da müssen wir dann gucken, was kommt oder was nicht. Zum Schluss möchte ich noch anmerken, wenn es euch gefällt, dass ich so ein kleines Video mache, wo dann gesagt wird, was die Woche kommt oder nicht, schreibt es in die Kommentare, ich mache es gerne wieder. Es ist jetzt eigentlich nur ein Test für diese Woche, aber mich würde mal interessieren, ob ihr es toll findet oder ob ich es lieber bleiben lassen soll, was auch immer. Also, bis denne und viel Spaß mit der Woche!